Jetzt will ich dir eine Geschichte erzählen von einem krassen Perspektivenwechsel in meinem Leben. Und mir dafür viel Frieden geben können. Durch Zilayla, sie muss ein Leben haben. Oder nein, lass sie sein. Einsiedli Bonita. Ich habe sie viel zusammengeschissen gehabt. Wieso? Weil sie ist immer zu spät gekommen. Das ist doch unzuverlässig. Das macht die meisten hässig. Doch ich durfte die andere Seite erfahren und erforschen. Wenn wir zusammensitzen, sind wir uns gegenseitig inspirieren. Und mir ist aufgefallen, dass sie die Zeit einfach verhangen und hat den Vorteil davon erfahren. Sie ist ein Mensch, sie ist geführt und kann einfach sein. Das Hirn ausschalten, Gedanken ausschalten, dafür im Bewusstsein sein. Und wenn sie mit jemandem ist, ist sie eben mit vollem Herz und Seele dabei. Dank ihr habe ich jetzt die Gelassenheit. Und das bedeutet einfach auch viel mehr innerer Frieden und Freiheit. Wenn du dich nicht mehr aufregen musst, wegen ein paar Stunden. Ich finde heute tausende Gründe, warum es immer okay ist, wenn jemand zu spät ist. Vielleicht hätte das zu spät sein, gerade dem Menschen das Leben gerettet. Oder dies. Wir sehen nicht immer alles, darum nehmen wir einfach an, manchmal so wie es ist.